Zyprien spielt auf die linke Seite zum Grgic. Der Grgic noch mehr nach links auf den Schuarev. Schuarev wieder wie vorher, vor ein paar Minuten. Kommt er da, dringt er in den Strafraum rein, prüft der André Moreira. André Moreira muss noch starten mit Tinga. Der spielt in Mitte, in Strafraum, Balotelli schießt. Oh mein Gott, Lindner Moreira mit der Glanzparade. Und dann gibt es Ekpol auf der linken Seite für die FC Sion. Thomas Ribeiro. Thomas Ribeiro zum Seko. Seko auf die linke Seite zum Herz. Oh, schön gespielt auf den Schmied. Der hat ganz viel Platz vor sich. Mit riesen Schritt läuft er noch richtig Strafraum. Bringt den Ball rein. Auf den Schgetti rein. Atlanta kauert den Ball. Nachschuss. Und Goal! Goal! Der Martin Ball ist drin. 1-0 in der 22. Minute. Ich glaube, es ist der Schabani gewesen, der da mit einem fast Seitenfallzieher zum 1-0 getroffen hat. Sensationell. Aber es ist wirklich schön ausgespielt gewesen, schon mit dem Schuss. Zuerst der Atlanten und dann der Nachschuss, wo er so wirklich so ein bisschen wie ein Seitenfallzieher gewesen, wo er ins Goal versenkt hat. Oder wie hast du es gesehen? Genau, es war sehr schön gewesen. Da spielt der Flanke, kommt von der linken Seite vom Schmied auf den Skettine. Skettine, ja, der auch schon mit so einer Mischung zwischen Seitenfallzieher. Mal reinbringen, spielt noch kurz. Schabani, wieder Schmied. Und schon! Hey! Riesenkopfbau vom Herz. Aber der Lindner im letzten Moment hat er in dieser 29. Minute. Ungenauer Ball. Ball bleibt da bei Sion mit Zyprien. Gut, der Seitenwechsel von Kurashev gegen den Volla leiten wieder. Ja, Spino. Gefährlich. Ja, und das ist der Ausgleich. Fast aus heiterem Himmel in der 37. Minute. Kommt der Ball von der linken Seite her wieder reingeflankt auf den, ich glaube, es war der Itai Tinga, der da in der 37. Minute ja, ein bisschen leer zum Kopfball gekommen ist und kann ausgleichen. Gewinnt GC, Gürgic. Ich kann den Ball noch behalten. Poa, Zyprien. Oh. Eine riesige Chance für Zitner, aber der andere Moreira hat hier den Ball fischen. Der ist einfach stehen geblieben. Hat das sensationell gemacht. Bringt den Ball nach vorne. Was macht der Schettini? Der wird jetzt los. Es ist so sehr ein taktisches Geplänkel da. Wir versuchen einander aus der Reserve zu locken. Jetzt vielleicht. Schöner Ball vom Herz auf der Schettine. Läuft die Strafraum hin und drückt ab. Und der Ball fliegt einen Meter am linken Pfosten vorbei. Da musst du jetzt mehr machen. Goal. Nein. Sensationell ausgespielt. Und wir haben auch der Tinga hier nicht angespielt. Der Ball kommt weit ins Mittelfeld. Wo geht es in den Ball übernehmen? Schöner Ball vom Schmid. Richtig Schettine auf der rechten Seite. Drückt er den Ball ab! Hinterhandschuss aber nicht. Der Lindner zur Stelle. Und wird nach genau 61 Minuten den Hammer ab. Das war jetzt aber ein schöner Abschluss gewesen. Guter Angriff. Kababe. Das parate Freistoß ist freigegeben. Balotelli wird sein. Schießt. Yes! Und fliegt am Goal vorbei. Ein Meter zwei am rechten Goalpfosten vorbei. Was geht jetzt das noch? Da haben wir noch eine geile Karte gegen den Schmid. Let's go. Haben wir den rein. Das wäre doch jetzt die Chance. Freistoß ist freigegeben. Dominik Schmid drückt ab! Atlante! 66. Minute Atlante. Der Ball ist immer noch heiß. Achtung, noch immer ist man im Strafraum. Jetzt kann allerdings Sio befreien. Nein, ein sensationell geschossener Freistoß, aber jetzt Achtung gegen. Stoss da der Kawabe im Strafraum in Umland. Jetzt kommt von der rechten Seite her der Ball. Höch innen auf den ersten Pfosten. Der Lindner kann mal befreien. Aber nur bis auf den Kopf vom Kawabe. Der auf den Herz. Der Herz flach hin und der ist das ist ein Spettine! 71. Minute, 2-1 für Toppers. Ich glaube, in dem Gewurst, es war glaube wirklich der Schettine, gell, was es egal, wer es gut gemacht hat, wir 2-1. Let's go. 20 Minuten vor Schluss. Der Stadionsprecher wird uns helfen, wer es gut geschossen hat. Mir egal, von mir kann auch der Continias Goal erwähnt werden. Hält sich mit Winnetiefen.
Roberto Morandi. An der Eckfahne aus. Dort draußen ist es am besten, auf der falschen Seite oben. Sehr gut. Jetzt können die Zeiten nicht dazwischen gehen. Neu ist es nicht abpfiffen. Die ersten haben zwar gejubelt, aber jetzt pfeift er ab! Der Schiri pfeift ab! Yes! Nach fast 100 Minuten! 1-2 gewinnt GC. Sag du mal etwas dazu. Wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Ja. Erfolgsserie wächst auf 6-1-2 an. Sehr schön gewesen. Schöner Ausflug hier ins Tourbillon.